Willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns mal wieder ein altes Lego Star Wars Set an, nämlich die 7869, das Battle of Geonosis. Deutscher Name war wahrscheinlich auch das, oder Schlachtung Geonosis. Ich habe es gekauft auf eBay für knapp 20 Euro. Dafür meine Minifigur falsch, ja okay. Drei Teile fehlten, aber dafür war ein sehr guter Deal. Ich habe es mitgenommen. Ja, Captain Rex fehlt. Gut, ich habe einfach, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Anleitung im Arsch, aber wenig interessiert. Denn gebraucht kostet man sonst so knapp um die 30 Euro, muss man aufgeben, rundherum. Und neu sind wir bei 80, 90 Euro. Ja. Das Set ist rausgekommen. Wait, 2011. Ja. Können wir gucken, die Welle damals war ziemlich nice. Also, ich habe alles bis auf das. Das fehlt mir leider immer noch. Werde ich mir noch zulegen müssen. Irgendwann mal. Ja. Anleitung, ach, kein Ding. Das ist ziemlich easy. Man baut das Ganze auf. Na. 55 Seiten zusammen. Easy, gar kein Problem. Ja, diese Teilliste, die ist auch entspannt. Also, kannst du nichts verstecken, weil es nur Gerüst ist. Ja, es hat damals hat aber gekostet, können wir kurz einwerfen, 40 Euro, weil es, denke ich, war 40 Euro, weil es 40 Dollar war und hatte 331 Teile, also schon toll damals. Weil irgendwie Toys R Us exclusive von diesem Limited-Ding an der Seite, auf dem Karton. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gekauft damals. Ja, also, Minifiguren, ja, zwei normale Kampfdroiden. Dann ein Superkampfdroide, eigentlich mit diesem Raketenarm, aber der war leider nicht dabei. Das ist die seltene, weniger seltene Verbindung in Minifigur. Ja, da habe ich einen normalen Klon dabei bekommen, eigentlich der Captain Rex bei. Gut. Egal. Und dann, es ist doch Luminara, ne? Luminara ist er hier. Mit auch einem schönen Druck da, warte, wir können ja mal, da habe ich schon drauf, der schönen Druck auf dem Oberkörper, man weiß ich den kaum, da. Schöner Druck. Mit einem beidseitigen Gesicht, damit das ist halt ihre Brille für auf dem Speeder. Ja, ein Luminara hatte ich noch nicht, von daher habe ich jetzt endlich. Ja, gute Minifigur. Das aus Minifigur sieht man auch noch. Also das, die alten nichts Besonderes, nichts Betriebenes, immer solide. So, und dann haben wir auch hier den Speeder. Ja, ist einfach ein Standard-Speeder von Lego. Kannst du das Ding mal irgendwie in den Fokus bringen, Kamera? Hey, ich brauch ganz dringend das Handy. Hier ist es scharf, also ich krieg's nicht mehr umgestellt. Ja, es ist jetzt ein rot-grau-weißer anstatt mit grün oder blau, was gab's die alle mit? Ja, so dieses Ding, schön gebaut. Ganz easy. Kann man hier die Minifiguren setzen. Ich finde nur hier hinten, die können sie noch ein bisschen verfeinern am Ende. Aber ansonsten, super. Und now is a big thing. Ja. Ja, hier haben wir es. Fangen wir erstmal mit ihrer größten Funktion an. Alter, Kameras hast du heute. Das ist ja terrible. Ich mach doch nichts. Da ist er wieder. Man kann das Geschütz nach oben und nach unten drehen. Also nach unten und nach oben, so wie es gezeigt. Ja. Ganz basic. Genauso wie in Clone Wars halt auch. Es kann sich nicht um eine Achse drehen. Können die da auch nicht, die stampfen dann ja. Geht hier auch mal. Hier sieht man diese kleine Stoßdämpfer gebaut. Die können auch stampfen. Aber das ein bisschen frickelig jetzt zu machen. Ja, im Bau ganz easy, man baut erst das Mittelgerüst, dann baut man Beine und ein bisschen Technik und dann setzt man das Ding einfach drauf. Schön gelungen finde ich beim Set erstmal das Rohr natürlich. Passt ganz gut für Länge. Es wackelt auch richtig schön, so wie die, wenn die schießen, auch, die wackeln ja komplett. Das ist ungewollt nachkonstruiert worden. Wollte ich einfach mal sagen. Hier ist es auch schön gelungen, wie es sich rumzieht. Und ja, man erkennt das Ding halt direkt, wenn man es kennt. Ist ja gar nicht die Frage. Ja.
Aber ich habe eine ganz wichtige Funktion vergessen. Dann sieht man ja schon das Monster-Geschoss da. Alle tot. Laufwege. Das tut auch ganz häufig. Hier hinten haben wir den roten Hebel. Drücken wir hoch und bumm. Feuer das Ding ab. Hat man es gesehen? Keine Ahnung. So können wir vorne wieder reinladen. Und Feuer. Easy going. So. Das Ding ist an sich schön. Nur wenn man überlegt, was haben sie sich da gedacht? Das soll ja auch so sein. Das ist ja nicht, dass ich da einen Teil vergessen habe. Hier soll so sein. Nee. Hier muss man irgendwas noch hinbauen, wenn man es hat. Genauso wie die Füße, sie sind, naja, ausgebaut. Kann man noch was machen? Füße sind okay. Beine, ja, man könnte hier noch eine Fliese draufpacken. Hier generell eine Fliese reinlegen. Ich bin auch blöd, aber den Beinen, hier kommt das raus. Ich habe es ja auch nicht falsch gebaut. Nur das Problem ist, wenn man es halt mittig setzt, dann ist es nicht mehr da drüber. Gut. Das kann man nicht anders lösen, die Sache. Sondern das Ding wenigstens dunkelgrau da. Ich packe nicht in schwarz. Aber schwarz ist auch eine gute Farbe. Ja, also zu sich, Geschütz an sich finde ich nur blöd. Also zum Geschütz oben drauf, dass es hier oben offen ist. Aber ansonsten ist es gut. Genauso hier hätte man auch noch was hinbauen können. Das wirkt auch so frei und einfach offen gelassen. Teile weggespart. Hier auch noch so eine 1x2 Schießslop draufpacken. Dunkelgrau oder hellgrau, ist egal. Einfach draufpacken. Wenn wir das noch ein bisschen verkleinern, dann sieht es viel besser aus. Das werde ich auch vielleicht mal gucken, ob ich das rauskriege. Ja, ansonsten ist das gut. Man kann hier schon die Beine bewegen in beide Richtungen. So wie es sein muss. Kann man ja machen. Ja, was soll ich kurz sagen? Man hat auch schön Spielfähigkeit. Also, man kann hier so eine Chemie. Ja, dieser Hut hat sehr viel Klemmkraft bei ihr. So, man kann halt leider nirgendwo das Laserschwert auf dem Speed unterbringen, aber wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Na. So, die kann halt jetzt hier drauf losgehen. Kann dann hier halbwegs, also mehr schlecht als recht, Druiden draufsetzen. Ja, also mehr schlecht trifft es halt wirklich. Weil es eine Fliese ist. Da rutscht der halt einfach nur noch rum. Also, ich könnte es mal zeigen. Der fällt halt runter, sobald man es berührt. Das ist, naja, kann es halt absolut. Ja gut, ja doch, halt. Halt, stopp, ich nehme alles zurück. Man kann ihn ja hier an das Ding klemmen. Und dann hängt er da. Aber ja, so kann man ihn da reinsetzen. Okay. Nehme alles zurück. Dann hat man hier noch seinen Druiden und seinen Superkampf-Druiden. Und eigentlich seinen Captain Rex, der natürlich zehnmal cooler ist als ihr normaler Klon, aber normaler Klon, ich hab nimm den. Kann man hier so ein bisschen sein Battle machen. Das ist auch Battle of Chicken, das kann man wirklich gut machen. Mir gefällt auch das mit Rot, der Speeder, das gefällt mir wirklich gut designmäßig. Ja, was soll man großartig nur sagen? Damals für 40 Euro, wenn man den dann irgendwie, ja, war Toys R Us exklusiv, da war wahrscheinlich nicht der krasse Rabatt drauf. Und der mit 30% Rabatt, um die 30 Euro mitgenommen, damals neu, kann es nicht meckern. Super zum Spielen, und wenn man irgendwie so ein Druiden-Diorama baut, braucht man so eine Kanone. Muss halt einfach sein, so ein Ding. Ja, was soll man sagen? Die Augen finde ich auch gut getroffen. Ja, ist ein schönes Ding, aber ist mir jetzt neu, Preis ist es nicht wert, finde ich. Wir könnten mal sowas neu rausbringen von Lego. So. Das wäre ganz cool, was sie jetzt heutzutage aus dieser Kanone machen können. Aber ich glaube, das davon ein Remake ist eher sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Naja, schreibt mir eure Meinung zu den Set in Kommentare und auch zu den neuen Star Wars Sets, die jetzt releasen, was eure Highlights daraus sind. Abgesehen von Five of Us Battle Pack natürlich. Ja, ich würde sagen, wenn es gefallen lassen, ein Like da, wenn ihr mehr so wollt, ein Abo. Zum Beispiel, was ist so ein paar City-Sets auf, die ich mir gekauft habe, wie ihm hier oder der Kehrmaschine, den Polizeiauto, Feuerwehrauto, was ich damit so vorhabe. Die Videos kommen in nächster Zeit, was daraus wird. Ich glaube sogar nächste Woche fängt die Videoreihe an. Ja, freut euch drauf, nächste Woche geht's ab. Bis dahin, immer schon weiterbauen.